Das ist schön. Hallo ihr Lieben und einen wunderbaren guten Abend nach unserer langen Sommerpause bei einem neuen Finanztalk. Ich freue mich ganz, ganz doll, hier alle wiederzusehen. Vincent ist vielleicht noch in der Weltgeschichte unterwegs, vielleicht kommt er aber auch zu uns. Und besonders freue ich mich natürlich über jeden hier, aber dass wir heute die Annette zum ersten Mal hier wieder live auf Facebook haben. Darüber freue ich mich auch ganz riesig, weil Annette jetzt einfach ein bisschen gesundheitlich ausgenockt war und heute wieder hier ist. Deswegen cool, dass du da bist. Ich bin auch froh, dass ich da bin. Ja, wir alle. Und ja, ich mag euch wie immer ganz kurz, bevor wir starten, vorstellen, mit wem ihr hier das große Vergnügen habt. Ich habe schon gerade Annette kurz angesprochen. Annette hat eine langjährige Karriere in der Bank hinter sich und hat irgendwann gesagt, so, ich arbeite jetzt als Honorarberaterin ganz und gar dem Interesse meiner Kunden verpflichtet weiter und bringe ihnen vor allem die liebe Finanzbildung bei und unterstütze dabei einfach das Thema Geld besser zu meistern, zu verstehen, Zinsen zu rechnen, all diese wundervollen Dinge, um zu entscheiden, ist das für mich sinnvoll oder ist das für mich nicht sinnvoll? Ja, und legt dabei vor allem großen Wert darauf, die Menschen selbst zu ermächtigen und ihnen das Ganze beizubringen. In eine ganz ähnliche Richtung geht die wunderbare Dani Partum, die als Geldcoach für Frauen arbeitet und auch das Motto hat, Frauen können Finanzen. Und zwar komplett in Eigenregie. Dazu brauchen sie keinen, der ihnen den Vortanzbär macht, keinen Bankberater, sondern Dani zeigt ihnen, wie sie viel Spaß am Thema Finanzen haben können, wie sie ihre Finanzen neu sortieren können, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. Und du bist als Wirtschaftsjournalistin auch noch ab und an aktiv und hast die Plattform Geldfrau, auf der du bloggst und wo sich alle an deinen wunderbaren Inhalten erfreuen dürfen. Hallihallo. Und heute hier der Dritte im Bunde, und ich sehe, Vincent kommt gerade auch zu uns, ist Luis Pazos, der unter Nur Bares ist Wahres bloggt und dort viele, viele verschiedene Möglichkeiten vorstellt mit Hochdividendenwerten, passive Einkommensströme aufzubauen, aber nicht nur das, oder beziehungsweise er hat auch eine spezielle Form der Hochdividendenwerte, die lieben Reiz, wo es um Immobilien, wie nenne ich es genau, also es handelt sich dort um Immobilien, nein, um Wertpapiere, die in Immobilienassets investieren, und ja, in dem Bereich ist Luis der absolut unangefochtene Experte im deutschsprachigen Raum, hat dazu auch schon zwei super gute Bücher geschrieben. Und ich freue mich riesig, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch. Schönen guten Abend. Hallihallo. Und unser Weltenbummler, Vincent, vom Blog Freaky Finance, der auch zeigt, wie man sehr entspannt und relaxed durch die Aktienmärkte zu beträchtlichem Vermögen kommen kann und mit Dividenden auch ein cooles und entspanntes Leben haben kann, bereichert unsere Runde auch heute wieder. Cool, dass du dabei bist. Herzlich willkommen nach der Sommerpause, lieber Vincent. Hallo, freue mich auch, dass es geklappt hat. Yes. Und wir wollen hier heute für euch das Thema der Fehler in der Finanzanlage ein bisschen beleuchten. Denn ihr seht hier Frauen und Männer, die selber mit sehr, sehr großem Erfolg und in Eigenregie ihre Finanzen in der Hand halten. Aber das hat sie wahrscheinlich auch nicht von Anfang an vor jedem Fehler gefeit, beziehungsweise haben sie bei vielen ihrer Kunden wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fehler gesehen, den man hätte vermeiden können, wenn man gewusst hätte, wie. Und damit ihr nicht in alle diese Fallen tapert, wollen wir darüber heute einfach mal reden. Deswegen fange ich mal ganz platt in die Runde an mit der Frage, was sind denn die schrecklichsten Fehler, die ihr in eurer Karriere beim Thema Geldanlage so erlebt habt? Bei euch selber oder bei euren Kunden? Wer mag starten? Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Ich glaube, der größte Fehler ist, jetzt mal unabhängig, aber das betrifft uns viele nicht, gar nicht anzufangen. Ja. Sondern, aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch in meinem sozialen Umfeld erlebe, dass eben das Thema Finanzen, sei es, weil es unattraktiv erscheint, weil es langweilig ist, weil es zahlenlastig ist, gar nicht angegangen wird. Mhm. Ja, es gibt ja so einen ganz, ganz schönen Spruch, der beste Punkt zum Einsteigen war vor 20 Jahren, der zweitbeste ist heute. Dass man einfach sagt, okay,
Du hast das absolute Peak verpasst, macht aber nichts. Wenn du jetzt nicht anfängst, dann wirst du das nächste in jedem Fall auch verpassen. Deswegen mach was. Okay, also nicht anfangen, ein ganz großer Fehler. Annette, was hast du was ist für dich der schrecklichste Fehler, den du bisher gesehen hast? Die Gier entscheiden zu lassen. Gier frisst Hirn. Gier frisst definitiv Hirn und einfach irgendetwas zu kaufen, weil irgendwer gesagt hat, dass es da todsicher mindestens mal 8% Rendite auf 3 Monate gibt. Und am besten spart man noch Steuern dabei. Ja, wenn es so schön klingt, um wahr zu sein, ist es nicht wahr. Okay, das heißt also Unachtsamkeit und nicht genaues Hinterfragen, sondern sich blind auf Erfolg. Nee, das ist es ja. Es ist ja nicht blind. Die lesen das dann schon, aber sie überlesen. Das ist selektives Lesen. Hallo, Pepper. Man übersieht dann einfach, dass da steht, sie können ihr gesamtes Kapital verlieren. Der Satz steht dann zwar vielleicht da drin, aber ja, nee. Den habe ich nie gelesen. Nie. Ja gut, es gibt ja auch die Angebote, wo der Satz nicht drin steht, dass es sicher ist. Also, ja, dann sind wir ja schon aus dem regulären Markt schon wieder raus. Aber wenn wir jetzt im regulären Markt uns bewegen, dann steht es ja im Allgemeinen drin. Man muss es halt nicht nur überfliegen, sondern halt auch verstehen wollen. Und ja, nein, das ist für mich so der allergrößte Anlage. Ja, genau, dann mache ich vielleicht. Oh, sorry, habe ich dich unterbrochen. Ich wollte nämlich gerade beichten, dass mein Gehirn ja auch mal gefressen wurde. Ihr wisst das ja schon und viele meiner Leser auch. Ich habe ja mal einen Haufen Geld in geschlossene Beteiligungen gesteckt und eigentlich auch fast alles davon verloren. Das waren 200.000 Euro. Die sind jetzt nicht weg, aber die hat irgendwer anders. Und das war meine blödste Geschichte, was das angeht. Ja, und das fällt halt eben genau in den Bereich so ein bisschen auch, dass man da sich von den Vorteilen blenden lassen hat und ja, das ist nach hinten losgegangen. 200.000 Euro, das ist ja ganz häufig so, wie du schon gerade gesagt hast, Geld ist nie weg oder meistens nicht, das gehört nur irgendwem anders, ne? Genau, da war Betrug dabei, das war auch eine blöde Phase, wo es halt allgemein an den wirtschaftlicher die Krise gab, wo dann viele dieser Beteiligungen insolvenz gegangen sind. Aber es waren auch tatsächlich einige Betrugsfälle dabei, wo sich dann Leute bereichert haben und ich und viele andere Anleger dann tatsächlich in die Röhre gucken langfristig. Auch wenn der eine oder andere ins Gefängnis gewandert ist, bekommt man ja sein Geld trotzdem nicht wieder. Ist weg. Mist. Ja. Dann gebe ich auch noch einen großen Anlagefehler zu Buche oder hier in die Runde. Vincent hat ja gesagt, sich nicht zu kümmern oder überhaupt nicht anzufangen, ist ein großer Fehler. Ja, es ist aber auch ein ganz großer Fehler, sich auf andere zu verlassen. Also ich bin zum Beispiel so ein hübsches Opfer von MLP, also einem Strukturvertrieb. Ne? Meine ganz besonderen Freunde. Meine sehr besonderen Freunde und Freunde. Unsere aller Freunde. Und ja, die MLP war ganz klassisch, natürlich nach dem Studium standen sie auch bei uns und haben mich eingefangen, weil ich keine Lust hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe es beschäftigen lassen, ne? Ich habe Versicherungen abgeschlossen. Ich habe das alles sehr nebenbei behandelt, viele Jahre lang, bis mir dann irgendwann mal aufgegangen ist, dass das tatsächlich nur zu meinem Nachteil ist, also dass die Versicherungen nicht zum Vermögensaufbau geeignet sind, sondern dass ich dem Produktverkäufer ein schönes Leben gemacht habe mit meinem Geld, aber nicht unbedingt für mich was Gutes getan habe. Und irgendwann habe ich das erkannt und habe die Dinge aufgeräumt, sagen wir es mal so. Also das ist mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Und leider tappen in diesen Fehler immer noch ganz, ganz viele rein. Und ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen, dass das nicht mehr so viele tun. Dann hätte ich einmal kurz nochmal nachgedacht und mich informiert. Na, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber hätte Fahrradkette. Heute ist heute. Heute ist eine andere Situation. Und heute versuche ich, Frauen davor zu bewahren und junge Leute auch. Aber Dani, das ist doch letztendlich so ein Fehler, ich sag mal, Fehler zweiten Grades, weil du immerhin irgendwas gemacht hast und ja nicht. Und auch ja wahrscheinlich irgendwas ja angespart hast. Ja. Das ist ja immer noch besser, ja. Zum Beispiel, wenn man gar nichts macht oder sagt, naja, ich nehme die sicheren 15%, die mir über ein, weiß nicht, Pflegeimmobilienbetreibermodell angeboten werden oder Jatropha-Plantagen in den Philippinen. Okay. Ne, das, also von daher, also das ist ja noch,
in Anführungszeichen relativ harmlos. Ne? Also Du hast recht, es sind einige Tausende, Zehntausende Euro aufgelaufen durch die Verträge, aber ich habe natürlich auch wirklich viel Geld damit verloren. Also hätte ich das irgendwie anders damals investiert, dann... Aber wie gesagt, hätte Fahrradkette. Ich habe meine Lehren daraus gezogen gebe das jetzt weiter. Ich finde, ihr habt verschiedene ganz wichtige Sachen gesagt. Zum einen eigentlich alle unisono. Es ist ganz wichtig, dass man selber Verantwortung übernimmt und es nicht irgendwen anders machen lässt. Aber ich glaube, was auch wirklich, was man hier merkt, ist, dass man durch eigene Erfahrung häufig am schlausten wird. Es können einem ja andere Leute häufig sagen, noch und nöcher, mach das selber oder mach so oder mach's nicht so. Und häufig weiß man es ja selber doch irgendwie besser oder denkt das zumindest, bis dann das bittere Erwachen kommt. Oder es ist auch wirklich so, Dani, ich kann dich da sehr nachfühlen. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als ich mit Annette gesprochen habe, gesagt habe, Annette, kann ich dich das auch alles für mich machen lassen? Muss ich das selber machen oder kannst du das alles für mich? Und Annette hat gesagt, nee, das musst du schon selber alles dir angucken und erlernen. Ne? Weil ich auch immer früher dachte, naja, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr reich, aber mit Family Office. Und die können sich darum kümmern, das möchte ich nicht selber machen, weil ich ja mit Geld verdienen beschäftigt bin. Das kann man tatsächlich machen, aber du musst trotzdem wissen, wo der Hase langläuft. Wenn du später mal deine 50 Millionen Family Office verwalten lässt, ja, und guckst da einmal im Monat drauf und die machen den kleinen Kram. Nichts dagegen einzuwenden, ja, aber du weißt ja dann trotzdem, was sie tun. Das ist ja dann doch eine ganz andere Geschichte. Ja, ich gehe auch absolut d'accord mit euch. Ich habe diesen Fehler auch bei mir selber durchaus reflektiert und erkannt, dass es absolut fatal ist, wenn man sagt, naja, irgendwer anders wird sich schon drum kümmern, tut er, aber in der Regel, zum Glück nicht immer, genauso wie es Dani gesagt hat, nämlich zu seinem eigenen Wohle. Der will für dein Geld das Beste, nämlich, dass es zu ihm fließt und nicht mehr bei dir bleibt. Und daher ist es wirklich wichtig, dass man sich so viel Kompetenz aneignet, dass man beurteilen kann. Ist das wirklich sinnvoll, was dieser Mensch da tut, oder ist das nicht sinnvoll? Was ist denn aus eurer Sicht eine gute Strategie, um Fehler zu vermeiden? Also ihr habt alle geniale Blogs. Das heißt, da gebt ihr schon mal richtig viel Wissen weiter. Wenn ich jetzt anfange, wie kann ich mich davor schützen, in diese Fehler zu tappen? Reicht es, Blogs zu lesen? Nein. Annette, schieß los. Ich empfehle sie, ja. Das ist jetzt zwar ganz oldschool, aber wenn du ein Depot eröffnest bei einer Bank, kriegst du normalerweise eine Informationsbroschüre über die Risiken mit Anlage. Das ist so ein dickes Buch, ja. Das heute in den Zeiten des Online-Depots kriegst du das per Mail angeboten. Ich rate dazu, dieses Buch tatsächlich runterzuladen und noch besser, wenn man es nicht nur runterlädt, sondern auch liest, weil da stehen eigentlich alle Anlagerisiken, die man denn so haben kann. Ja, die stehen da drin. Da steht alles Mögliche drin. Von Klumpenrisiko über Home Bias, über Missbrauchsrisiko, über Währungsrisiko, über alles Mögliche. Ja? Also sämtliche Risiken, die es in der Fonds- also, oder Wertpapieranlage und dann im weitesten Sinne natürlich in jeder Geldanlage eigentlich gibt, sind da eigentlich sehr ordentlich mal aufgeschlüsselt. Aber auch hier, man muss es lesen. Hat man eine Chance, als Anfänger das Ganze zu verstehen? Also ich habe ja BWL studiert und 4 Jahre in der Bank gearbeitet und weiß, dass ich in den ersten Jahren in der Bank ständig mit den Leuten da saß und gefragt habe, haben Sie das verstanden oder sollen wir nochmal gerade nach nebenan gehen und soll ich Ihnen das nochmal kurz in Ruhe erklären, ohne den Berater, an dessen Seite ich als Trainee am Anfang mitgelaufen bin? Weil ich hatte das am Anfang nicht verstanden und ich bin immer mit denen nochmal mit ins Nachbarzimmer und habe nochmal nacherklärt. Also das Ding ist ja für einen Verbraucher geschrieben. Muss nichts heißen. Natürlich wird ein Verbraucher, der noch nie irgendetwas mit Geldanlage zu tun gehabt hat und nicht mal weiß, wie eine Aktie funktioniert und nicht weiß, wie ein Rentenpapier funktioniert, wird er das nicht verstehen. Entschuldigung. Wird er das nicht verstehen können. darf ich vorstellen, das ist Pepper. Wird er das nicht verstehen, nicht alles in Gänze verstehen können. Aber allein, dass man das mal
gelesen hat, ja, und dann für sich auch mal einen relevanten Begriff nachschlägt. Was heißt denn Klumpenrisiko? Da steht zwar drin, also Klumpenrisiko ist, wenn Sie mit dem einen Fonds eigentlich die gleichen Sachen kaufen wie mit dem anderen Fonds und Sie wissen das nicht, Sie kriegen das nicht mit und haben plötzlich 98% Amerika, obwohl Sie dachten, es ist weltweit investiert. Das ist ein Klumpenrisiko. Das steht da schon drin. Man muss dann vielleicht in Tug, man muss das verstehen wollen, man muss dann vielleicht auch in Tug nacharbeiten. Aber es gehört dazu, sowas mal gelesen zu haben. Okay, also das, sich damit wirklich mal vertiefen. Wären das von den anderen auch die Tipps, die ihr den Leuten gebt, um nicht in diese ersten Anfängerfallen hineinzutappen? Naja, es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl an auch sehr guter Grundlagenliteratur. Ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter. Also sicherlich macht man ja nichts verkehrt, wenn man sich so ein Basisbuch holt, egal ob jetzt den Komma oder ja, andere Bücher. Das Finanztestheftchen ist so ja, verkehrt gar nicht. Ja, geht auch. Also Finanztests, die schreiben eigentlich auch mal ganz gut. Ich persönlich bin ja so ein kleiner verkappter Historiker. Also was ich mal ganz hilfreich finde, ist, sich immer so ein bisschen auch Geschichte vor Augen zu führen. Zum Beispiel nehmen wir im Aktienbereich einfach auch mal zu schauen, naja, wie war denn das so im Rahmen der Weltwirtschaftskrise, wo die Kurse dann eben 29 bis, ich glaube, Tiefpunkt war dann 34, eben um 89% mal gefallen sind. Und was das eben heißt, wenn ich eben 100.000 Euro anlege und dann sind plötzlich 89.000 davon weg. Ja, oder der Dotcom-Crash, der ja nicht so lange her ist, 2001 bis 2003, DAX minus 70%. Ja, weil das ja immer so die Sachen sind, die ein bisschen ausgeblendet werden. Gerade aktuell, weil wir ja seit 10 Jahren mittlerweile mit kleinen Stolpersteinen, aber im Wesentlichen nur eine Aufwärtsbewegung haben. Ich finde eigentlich immer diese historischen Perspektiven eigentlich auch interessant, bis hin zu Extremszenarien, wo halt mal Sachen komplett verfallen sind, ja, oder enteignet wurden. Einfach, um sich auch mal so die gesamte Bandbreite vor Augen zu führen. Übrigens auch Betrugfälle. Und da muss man ja sagen, da hat der Ponzi völlig zu Unrecht Namensgeber für dasselbe betrügerische System, weil der Vorgänger war ja eigentlich eine Frau, die gute Adele Spitzeder. Also auch Frauen können diese Art von Finanzen, die ja in München übrigens genau ja, also quasi die ganze Stadt in eine derbe Krise gestürzt hat im 19. Jahrhundert, nach der Gründerzeit, wo sie eben mit 10% verzinsten, sicheren Schulddarlehen immer standardmäßig auf 3 Monate irgendwie so ein Schneeball- oder so ein Ponzi-System aufgebaut hat, was eigentlich Spitzeder-System heißen müsste, bis das eben zusammengebrochen ist. Ne? Und das ist also, und das ist wirklich ganz interessant, weil diese Muster, die wiederholen sich. Die wiederholen sich alle. Ja, bis hin zu solchen Sachen, Emissionsprospekten in der South Sea Bubble, wo dann drin stand, es kommt jetzt eine neue Emission vom Emittenten in ein geheimes Projekt, über das keine Details verraten werden, das aber sehr lukrativ ist. Ja, wenn man guckt, aber im Rahmen der Dotcom-Krise kamen genau dieselben Sachen, ja, dass dann Emissionen kamen, ja, die Eigentümer werden sich keine großartige Zeit den Geschäften der Firma widmen. Ja, also auch da, es gibt immer wieder Parallelen. Das ist klar, wiederholt sich nicht, aber reimt sich immer wieder schön. Und das finde ich eigentlich auch immer eine sehr schöne Immunisierungsstrategie, zumindest ein Stück weit. Mhm. Also ich würde es noch ein bisschen pragmatischer und davor setzen, wenn wir, also erstmal so, das überhaupt sich mit dem Geld zu beschäftigen, halte ich immer für eine extrem gute Idee, weil viele sprechen mich auch an und sagen, oh Dani, wo soll ich denn mein Geld anlegen? Also das ist immer so mit einer der ersten Sätze, die ich höre. Und dann frage ich ja, weißt du denn eigentlich wirklich, welche Einnahmen du hast und was du so im Monat ausgibst? Also so mal so die very, very basics. Und oder wie viel sparst du oder hast du eigentlich so ein Sicherheitspolster? Und wenn du selbstständig bist, wie viele Monatsausgaben hast du eigentlich auf der hohen Kante liegen? Und dann gucken sie mich mit so großen Augen an. Und da denke ich mir schon, also das ist für mich dann immer der Beweis, du bist noch nicht reif für die Geldanlage. Also da würdest du so viele Fehler machen, die wirklich schmerzhaft sind und zu vielleicht hohen Verlusten führen, vielleicht aber auch nicht, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber ich finde, die
Grundlagen des Geldumgangs, des Geldmanagements, die sollten davor geschaltet sein. Denn wenn wir Geld anlegen wollen, wollen wir es ja eigentlich auch regelmäßig anlegen. Und wenn wir dann noch einen Ratenkredit nebenher haben, laufen haben und dann vielleicht noch einen Urlaub fahren wollen, so, wo soll dann das Sparpotenzial, also das Investitionspotenzial und Kapital dann herkommen? Und ich denke auch, also aus meiner Arbeit heraus, aus der Erfahrung mit dem Umgang von Frauen, die sich eben anfangen damit zu beschäftigen, löst das unglaublich viel aus, wenn wir uns anfangen mit dem Geld zu beschäftigen, also Ausgaben aufschreiben, tatsächlich wissen, wo unser Geld hinfließt, Sicherheitspolster aufbauen. Das setzt ganz viel Beschäftigung, Reflexion in Gang und auch Spaß fängt dann an, also Finanzen fangen dann an, auch Spaß zu machen. Und dann ist der nächste Schritt, diesen zu gehen, zum Beispiel diese Prospekte zu lesen oder diese Pamphlete, wo es um Risiko geht, die extrem wichtig sind, was Annette gesagt hat. Da ist der nächste Schritt ein viel kleinerer, weil sie dann wissen, wofür sie es machen und auch schon so eine gewisse Freude entwickelt haben am Geld. Also das ist immer so meins, was ich sage, hey, beschäftige dich erstmal zuerst mit deinem Geld und dann geh in die Geldanlage. Okay, also die eigenen Zahlen kennen und wirklich da einfach mal aufräumen, die Basis klären, wie viel habe ich zum Investieren, um das Pferd nicht von hinten aufzuzäumen. Ja, und wir brauchen ja sichere Bestandteile in unseren Portfolien, im Depot und risikobehaftete. Und wie will ich diese Mischung hinkriegen, wenn ich nicht weiß, was ich an weniger risikobehafteten Teilen überhaupt schon habe? Okay, also da einfach gut hingucken, was für Assets sind schon da, was habe ich für Geldströme, die reingehen, was habe ich für Geldströme, die rausgehen, wo habe ich Sparpotenziale? Und was habe ich überhaupt für Möglichkeiten der weiteren Gestaltung? Wenn das klar ist, kann man sich überlegen, mit welchen Möglichkeiten man starten will. Also da erstmal aufräumen. Vincent. Ja, also wurde ja schon gesagt, dass die Grundlagen sollte man sich über verschiedene Wege, dass man ein paar verschiedene Meinungsbilder einholt. Und dann bin ich aber auch ein Fan davon, anzufangen. Natürlich mit kleinen Beträgen vielleicht erstmal, aber wenn aus diesen verschiedenen Quellen hervorgeht, dass heutzutage Anlage in Wertpapiere so das ist, wo man noch ein bisschen Rendite mitmachen kann. Und wenn man verstanden hat, dass das auch langfristig sein muss, dann, wenn man sich dafür entscheidet, dann bin ich dafür, dass man dann auch mit einem kleinen Sparplan vielleicht mal anfängt, weil wenn man dann so ein bisschen kleines Geld da drin hat und wenigstens ein bisschen Interesse auch dafür hat und sich dann in diesem Markt mal bewegt und mitbekommt, wie das alles so ein bisschen funktioniert. Geht's mal rauf, geht's mal runter. Ich denke, dann kriegt man da auch langsam noch besseres Gefühl für, als wenn man halt nur liest. Ich kenne auch Leute, die lesen seit 5 Jahren und kommen aber halt nicht ins Investieren und dann hat man auch nichts gewonnen. Ne? Also die sind auch Geld verloren. Schon, da, ja, klar. Ja, also die haben. Seit den 5 Jahren ist es einmal schön mega untergegangen. Ja, aber. Wenn du bis zum Jahr 2009 gelesen hast, zufällig, da war es ein guter Zeit. Klar, das ist. Nein, aber das ist natürlich unsystematisch, klar. So, deswegen bin ich der Meinung, bei Sachen wie jetzt Aktien oder ETF-Fondssparplänen, wo es ja einen gewissen Konsens gibt, dass das was Vernünftiges ist, wenn man das langfristig betreibt, dass man dann da auch mit einem Sparplan irgendwann mal anfängt, um ein bisschen echte Erfahrung zu sammeln. Und wenn es nur 25 Euro sind. Genau, ja. Das ist ja mit kleinen Sparraten monatlich möglich und dann setzt man halt auch nicht gleich große Summen aufs Spiel. Also nicht falsch verstehen, dass man jetzt dann mit Anfang, wenn ich sage Anfang, dass man jetzt, weil man sich jahrelang nichts getraut hat und aber irgendwo Zehntausende Euro irgendwo noch auf dem Sparbuch hat, weil man eben nichts gemacht hat, nur das irgendwo zurückgehalten hat, dann sollte man nicht gleich mit einer großen Summe reingehen, sondern ein Gefühl kriegen, vielleicht über einen Sparplan oder mit einer kleinen Einmalanlage dann, dass man erstmal sich auf dem Terrain bewegen lernt. Okay, also wenn ich das zusammenfasse, was ihr gesagt habt, jetzt toben gerade meine Kinder hier am Flur vorbei, ich hoffe, sie sind nicht zu laut, heißt das, als allererstes nehme ich jetzt mal das, was Louis gesagt hat, als Grundlage, sich darüber bewusst machen, dass diese ganzen Dinge in der Historie mal rauf, mal runter gegangen sind, dass es einfach verschiedene
Dinge gibt, die auch in der Vergangenheit schon passiert sind, die wahrscheinlich auch irgendwann in der Zukunft wieder auf uns zukommen, um sich selbst von der Illusion zu befreien, dass wir die ganze Zeit immer in einem Bullenmarkt sein werden, alles immer schön weiter steigen wird, sondern wir uns mit der harten Wahrheit konfrontieren, dass man an den Märkten auch Geld verlieren kann, sich davon aber gleichwohl auf keinen Fall abhalten lassen und in Schockstarre versinken, sondern wie Dani gesagt hat, erstmal bei sich selber anfangen aufzuräumen, sich über die eigenen Finanzen klar zu werden, wo kommt Geld rein, wo geht Geld raus und dann, wie Vincent gesagt hat, auch einfach mal anfangen. Lernen dadurch, dass man Erfahrungen sammelt und Sachen tut. Und Annette hat gesagt, wenn du dann schon anlegst, dann mach dir doch auch mal die Arbeit. Nimm dir mal bitte so ein, irgendetwas der Anlage zugehöriges, ein Informationspamphlet und lies dir dieses durch. Schau dir wirklich an, was dort darin geschrieben ist und mach dich mit all den Begriffen ein bisschen firm. Setz dich mit denen auseinander, um da dein eigenes Wissen hochzufahren und auszubauen. Um dann damit einfach eine gute Grundlage zu haben. Ich denke, wenn man diese vier Tipps berücksichtigt, wird man schon eine ganz große Zahl an Fehlern überhaupt gar nicht begehen, die einem sonst Annette nicht auf die Idee kommen, schlauer sein zu wollen als der Rest der Welt. Also, dass man nur eine Sache kauft und alles auf eine Karte setzt. Ja, das hat man zwar ja schon mal gehört, aber nichtsdestotrotz machen es unglaublich viele. Oder sie kaufen zwei risikobehaftete Sachen, zwei ganz besonders tolle Sachen, ja, von mir aus Bitcoins. Und dann machen wir vielleicht noch irgendwie Small-Werte weltweit. Ja, und machen da jeweils dann, ich weiß nicht, kann man auf Bitcoins Sparplan machen? Weiß ich überhaupt nicht. Das geht inzwischen. Super, genau. Und macht dann von mir 2,25 € Sparpläne. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und kümmert sich dann nicht weiter drum. Also dieses nicht sich breit aufstellen. Auch ist mal den ganzen Zeit geben, auch vor sich hin zu dümpeln. Ich habe dazu mal eine ganz ketzerische Frage. Nichts mit Ketchup zu tun, sondern mit Ketzertum. Ich glaube, es war Warren Buffett oder vielleicht war es auch wer anders, der gesagt hat, Diversifizierung ist nur für Leute ohne Ahnung, denn sie müssen sich absichern, weil sie nicht wissen, was sie tun. Diejenigen, die sich auskennen, brauchen das nicht. Warren Buffett diversifiziert aber auch sehr stark. Er war es auch gar nicht. Ich glaube, ich habe es doch eben auch. Der war das. Aber man muss ja sehen, der hat das aus seiner Insider-Position herausgesagt. Und ich finde immer diese Warren Buffett-Vergleiche immer sehr grenzwertig, weil der eigentlich... Viel zu plakativ hier. Nee, der ist eigentlich gar kein Vorbild. Ja, also das ist ja sowieso auch so ein Fehler, irgendwelchen Gurus nachfolgen. Und das gilt halt eben auch in gewissem Maße für Warren Buffett, weil er eben kein Vorbild ist in dem Sinne, sondern zumindest jetzt die letzten 30, 40 Jahre seines Investorendaseins. Der übernimmt ja ganze Firmen oder maßgebliche Anteile. Der kann aktiv darauf Einfluss nehmen. Der ist bestens verdrahtet in die Politik. Ja, der wird Insider-Informationen haben. Ich glaube einfach nicht, dass das nicht der Fall ist. Und er wird die natürlich nutzen. Und von daher ist das... Und er hat in der Anfangszeit seiner Karriere stark gehebelt und hat eben auch in den 60er Jahren Glück gehabt, dass das eben eine Boomphase war. Natürlich rechtzeitig erkannt, in den 70er Jahren, das wird nicht so gut. Also das sind alles Faktoren, die sind eigentlich für den Privatanleger so nicht kopierbar. Ja. Und natürlich, wenn ich einen Freund habe, der irgendwo im Aufsichtsrat ist von irgendwelchen Firmen, wo ich weiß, da wird es eben ganz, ganz schlecht. Vorsicht, Vorsicht. Ich sage nur, wenn das theoretisch der Fall wäre, dann könnte ich natürlich auch sagen, ja, dann brauche ich auch nicht diversifizieren, weil ich eben über einen Informationsvorsprung verfüge, aber über den verfügt ja kaum jemand. Ich übrigens nicht, ne, natürlich. Das heißt, für den normalen Anleger da draußen, der keine illegalen Insider-Informationen hat und diese auch nicht illegal zu seinem eigenen Vorteil nutzt, ist in jedem Fall euer Tipp, breit zu streuen, nicht auf ein Asset zu setzen, vor allem nicht auf eins, dessen Risiko für ihn selber unvorhersehbar hoch ist, wie zum Beispiel bei Kryptos oder bei Small Caps, mit denen er sich nicht befasst, sondern in eine breite Streuung zu gehen. Es kommt aufs Ziel an. Wenn dein Ziel ist, in kurzer Zeit viel Geld durch Spekulationsgewinne zu akkumulieren,
Dann musst du spitz rangehen. Wenn du sagst, ein strategisch strukturierter Vermögensaufbau, dann solltest du diversifizieren. Und in der Tat ist es so, also ich meine, ganz am Anfang, so ganz naiv wie ich war, das erste Geld, was ich hatte, das habe ich auch 100% in eine Aktie gesteckt. Ja, einfach. Also ich hatte einfach nur Glück, ja, dass das auch in der 94 war, also in Jahren, wo es auch vernünftig lief und dann auch kein völlig verpeiltes Management da war, sodass ich da jetzt auch nicht irgendwie vergrätzt wurde, nach dem Motto, Aktien funktionieren ja nicht. Ne? Das war natürlich katastrophal aus heutiger Sicht. Ja, aber wie Annette gesagt hat, das ist tatsächlich ein Muster, das erlebst du ganz häufig. Und ich hatte jetzt gerade erst vor wenigen Wochen jemand, der gesagt hat, ja, ich verstehe gar nicht, warum man so eine ausdifferenzierte Dividendenstrategie benötigt. Ich habe alles, was ich habe, in Royal Dutch Shell gepackt. Der ist ein Ölmulti, weil die Dividende, also die zahlen ja schon ganz lange und die sehe ich als sicher an, und dass Royal Dutch Shell pleite geht, glaube ich nicht. Punkt. Ist auch eine Strategie. Annette, bleibt die Luft weg vor lauter Begeisterung? Ja, klar, da kann man nichts sagen. Ja. Da kann man nichts, nee, das Menschenwille ist ein Himmelreich. Ne? Also, wer möchte? Ja, ich habe mir zumindest dazu gebracht, dass er gesagt hat, ja gut, alle, also die Neuanlagen, die macht dann andere, in andere Bereiche. Ne? Aber sein Kerninvestment Royal Dutch Shell, da hält er dann fest. Das nennt man dann Klumpenrisiko. Das ist dann Klumpenrisiko. Und Einzelwertrisiko, das auch, finde ich, was hemmungslos unterbewertet wird, dass tatsächlich, und das hat ja Warren Buffett auch gesagt, dass irgendwann tatsächlich irgendein Idiot mal eine Firma leitet und die dann eben an die Wand fährt. Und das kann, siehe Bayer, ja, ich meine, ein über Jahrzehnte ein konservativer Wert eigentlich, und dann fragt man sich ja schon fast, ob das vorsätzlich ist, was das Management jetzt gemacht hat mit der Fusion mit Monsanto, ja. Guck dir die Deutsche Bank an, Flaggschiff von Millionen deutschen Depots. Übrigens, aus welchem Grund? Aus diesem sogenannten Home-Bias. Weil der gemeine deutsche Bürger der Meinung ist, dass er weiß, wie die gemeine Deutsche Bank, dass die schließlich ordentlich arbeitet und ganz toll arbeitet und solide, seriös und guckt an, wo es heute ist. Ja? Und ich kenne Depots, die mit 50% Deutsche Bank bestückt waren. Und wir reden hier nicht über 10.000 Euro. Oh. Das ist jetzt aber nicht mehr 50%. Jetzt sind deutlich kleiner jetzt. Wo stehen Sie zurzeit? Bei 6 Euro? Bei 6 Euro, ja, ne? Ich glaube, unter 6 Euro. Kommend von? Von 80 Euro oder, ne? 80 Euro, damit wir hier mal zeigen, von welchem Gefälle wir hier reden. Ja. Ja, aber das ist halt eben der Punkt. Also wird ja auch mal wieder kolportiert, irgendwann geht jedes Unternehmen halt pleite. Irgendwann wird auch eine Amazon oder eine Apple pleite sein. Und klar, dann treten andere an die Stelle, aber es ist halt illusorisch zu glauben, dass ich rechtzeitig erkenne, wann so ein Schiff zu sinken beginnt und ein Stern aufgeht. Ja, also das. Es sei denn, du kennst dich wirklich richtig, richtig gut aus und machst wirklich eine fundamentale Analyse von Unternehmensdaten, schaust dir das alles an, hast vielleicht auch wirklich Einblicke in das, was da geplant wird. Ne? Also dann kann man. Nee, das ist ja eine Vergangenheitsbetrachtung. Fundamentale Analyse ist Vergangenheitsbetrachtung. Die hilft ja nur sehr, also ja. Ich finde, die hilft dir, den aktuellen Preis zu bewerten. Ist der aktuelle Preis gerechtfertigt? Ist ein Unternehmen gerade unter Wert am Markt oder ist das zu teuer am Markt? Aber dann zu wissen, wie sieht das morgen oder übermorgen aus, das ist, dafür braucht man tatsächlich die Glaskugel, die wir alle noch nicht gefunden haben. Sonst wären wir nicht hier. Durchaus schon, aber. Deswegen überlegt man sich ja dann halt, ob man auf die passiven Instrumente halt eben rausgeht, wo das Aktive immer fehlerbehaftet sein wird. Mhm. Wenn ich gar nicht erst versuche, besser als der Markt zu sein, dann muss ich mich auch nicht ärgern, wenn ich nicht besser als der Markt bin. Mhm. Ich glaube, es gibt doch so ein schönes Affenexperiment, ne? Wo man Affen hat auswählen lassen und Fondsmanager hat auswählen lassen und die Affen haben die Fondsmanager alle geschlagen in der Auswahl. Deswegen ist vielleicht genau das, was du gesagt hast, einfach direkt zu sagen, man versucht nicht den Index zu outperformen und setzt auf einen Indexfonds, gar keine so ganz schlechte Idee. Ja, was ja auch nicht vergessen darf, sind ja halt die mittlerweile eben bekannten schwarzen Schwäne, also diese unerwarteten Ereignisse. Und nehmen wir zum Beispiel E.ON und RWE, ein Witwenpapier par excellence über Jahrzehnte. Ja, und dann gibt es ein Seebeben vor Japan. Ja, und durch einen Beschluss, ob übereilt oder nicht, sagen wir dahingestellt, gefällt wird,
gehen die Modelle halt in die Knie. Ja? Und da nützt ja auch die beste Fundamentalanalyse halt nichts, weil bis dahin war ja fundamental alles in Ordnung. Ja. Mhm. Ja, also weitgehend. Ne? Und das sind alles so Sachen, die, also das ist auch so eine Erfahrung. Ich meine, ich bin ja auch öfter reingetappt in die Falle und auch, also mein spektakulärster Verlust war auch von einem Unternehmen, eben absolut Top-Fundamentalzahlen über Jahrzehnte, ja, seit den 60er Jahren die Dividende nie gesenkt, mindestens konstant gehalten, meistens erhöht. Breit diversifizierte Aktiengesellschaft und dann eben auch Beteiligungsgesellschaft und dann eben auch durch eine einzige faule Beteiligung, wo sie aber eine Garantieversprechen abgegeben haben, wo man sich ganz, ganz tief hätte reinwühlen müssen, um das rauszufinden. Und diese Garantie wurde genau in der Finanzkrise fällig und damit hat ihnen das Genick gebrochen. Punkt. Mhm. Was aber aus der Diskussion auch rauskommt, dass wenn wir Geld anlegen, machen wir immer Fehler. Also irgendwo, es ist fehlerbehaftet, weil wir Menschen einfach fehlerhaft sind. Keiner ist perfekt. Und da sind einfach so viele Unwägbarkeiten, politische, geostrategische, wirtschaftliche, whatever. Also und die können wir alle nicht vorhersehen, die können wir alle auch nicht beeinflussen. Und deshalb ist Geldanlage immer auch fehlerbehaftet. Und deswegen nicht anzulegen und sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen, das ist der komplett falsche Schluss. Ich denke, ich habe es für mich akzeptiert. Ich mache Fehler, die werden immer da sein. Aber ich versuche, die Fehler zu minimieren. Ne? Das ist mein Ziel. Ich glaube, das nimmt auch vielleicht den Anfängern da draußen ein bisschen den Stress. Okay, egal wie gut ihr euch vorbereitet, wir leben nicht in einer deterministischen Welt. Man kann heute nicht unter Sicherheit sagen, was morgen passieren wird. Man kann, wie Louis das gesagt hat, sich darauf vorbereiten, dass nichts sicher ist und auch mal so schwarze Schwäne übers Land fliegen und dann auch Dinge passieren, mit denen überhaupt gar keiner gerechnet hat, die dann die Dinge wieder völlig anders beeinflussen. Und um möglichst gut gewappnet zu sein, glaube ich, eint euch oder uns alle die Meinung dazu, dass es schlau ist, eine möglichst hohe finanzielle Bildung aufzubauen, um dann gegebenenfalls auf solche Ereignisse auch adäquat reagieren zu können, um einfach dann zu gucken, okay, was mache ich jetzt damit? Und dem nicht völlig, ich habe meine Verantwortung irgendwo anders hin abgegeben, gegenüberzustehen, sondern zu schauen, was man machen kann. Es kam gerade eine Frage, die möchte ich euch mal stellen, und zwar, wie seht ihr das Zusammenspiel aus ETFs zur Sicherheit und einzelnen, wenn auch etwas volatileren Werten mit dem Fokus auf stärkere Dividenden? Meint ihr, man sollte das tun oder man sollte zwischen entweder oder entscheiden? Ist eigentlich aus dem, was wir gesagt haben, schon so ein bisschen konkludent herauszuhören gewesen, würde ich sagen. Aber mag jemand noch explizit darauf antworten? Ja, ich verfolge ja selber so eine Mischstrategie. Das heißt, ich habe eine breite Basis, die ich eben mit Sammelanlagen, seien es jetzt ETFs oder börsennotierte Fonds oder Holdinggesellschaften, abbilde. Und dann bestimmte Nischen, für die ich aber auch zum Beispiel, wo es eben keine ETFs gibt, allerdings nicht offensiv, sondern tendenziell eher defensiv, die bilde ich mit Einzelwerten ab. Ne? Und von daher, das ist eben ein möglicher Ansatz, ja. Aber ob der jetzt zu der Person passt, die jetzt das gefragt hat, das weiß ich ja nicht. Ne? Also für mich passt dieser Ansatz, weil es eben breitestmögliche Basisdiversifikation plus, Einzelpunkte setzen, die ich sonst auch nicht anders abgebildet bekomme, und dann ist das für mich persönlich in Ordnung. Ja, allerdings, mein Ziel ist ja auch eben das eines Einkommensinvestors, das heißt eben ein Aufkommen, ein Dividendenaufkommen zu erzielen oder eine Ausschüttung. Das heißt, ich habe ja einen anderen Ansatz als jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, naja, mir geht es aber darum, meinen Vermögensendwert in 10 Jahren zu maximieren oder innerhalb einer bestimmten Risikogruppe. Aber das weiß ich ja nicht, was die Person sagt. Ja, das ist genau richtig. Also das kommt auch darauf an, ob derjenige halt eben weiß, was er da tut, und ob er auch weiß, was er mit den Dividenden machen will. Also manche sammeln einfach nur Dividenden, weil das gerade irgendwie in ist, aber die brauchen sie eigentlich gar nicht zum täglichen Leben sozusagen. Also ich lebe halt teilweise von meinen Kapitalerträgen, dafür gehe ich weniger arbeiten, und dann macht das vielleicht Sinn. Aber wenn einer irgendwo nur was von der Dividendenstrategie gehört hat und macht jetzt auf Dividendensammler,
dann macht das vielleicht keinen Sinn, weil eben, wie Luis sagte, vielleicht sollte man dann eben gucken, dass nach hinten raus möglichst viel rauskommt und nicht zwischendurch da irgendwie jeden Monat ein paar Taler Dividenden fließen. Und dann natürlich auch, in welchem Verhältnis dieses Fundament ETF zu diesen Einzelwerten, zu den volatilen Einzelwerten steht und ob derjenige das auch einschätzen kann, ja, also wie er das verteilt, wie hoch das Risiko mit diesen Einzelwerten ist, im Gegensatz zu den ETFs und so weiter. Also das kann durchaus Sinn machen. Luis macht das, ich mache das, aber das kommt eben immer darauf an, ob das einen Grund hat, warum man das macht und ob man selber einigermaßen einschätzen kann, wie sich das zueinander verhält und was das für Effekte hat dann. Also quasi wieder da, wo Dani vorhin angesetzt hat, zu sagen, okay, erstmal gucke ich, was ist bei mir überhaupt los mit meinen Finanzen? Was ist auch mein Ziel? Wo will ich hin? Nicht einfach irgendwo was hören und aufschnappen und sagen, ja, irgendwer hat gesagt, ETFs sind cool, dann mache ich das mal. Sondern erstmal klar darüber werden, möchte ich Vermögen aufbauen, was ich vielleicht später entsparen kann, für mich verwenden kann? Möchte ich jetzt hohe Dividendenzahlungen machen? Möchte ich vielleicht Vermögen auch weitergeben? Also was ist das Ziel von dem, was du tust, um dann zu gucken, was ist die dazu passende Strategie? Die Produktauswahl steht ja auch erst ganz, ganz, ganz am Ende dieses Prozesses. Ja. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, was viele von, also wo das Pferd falsch herum aufgesattelt wird. Es wird erst nach irgendwelchen Produkten geguckt, ja, und dann wird daraus die Strategie abgeleitet. Ja, und Ziele hat man vielleicht, macht man sich gar keine, ging mir auch so, weil auch, ich hatte in dem Sinne kein Ziel, ja. Das ist ja oft, die werden oft nicht definiert, nicht im Vorfeld definiert. Von dahinein, wenn man dann halt mit irgendwas mal anfängt und fängt dann, also als Einstieg und fängt dann überhaupt erstmal an zu überlegen, ja, wo will ich denn überhaupt hin? Soll es ja auch noch recht sein. Es werden ja nicht gerade hoffentlich sämtliche Vermögen, was da ist, sein. Aber theoretisch hast du vollkommen recht. Eigentlich dürfte man überhaupt nichts anlegen, bevor man nicht vorher eine Strategie gemacht hat. Und dann kann man natürlich auch in Spekulation, warum nicht? Ja? Wenn das passt, warum nicht? Das ist jetzt wahrscheinlich für viele aber auch erstmal wieder so eine Hürde zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal gefühlt einen ganzen Marathon hinter mich bringen, bis ich an dem Punkt bin, wo ich mit der Geldanlage endlich loslegen kann, weil ich muss vorher mehr oder weniger ja Finanzexperte werden, meine eigene Strategie aufstellen und gleichzeitig soll ich aber anfangen. Wie kann man diesen Spagat ein bisschen kleiner zusammenkriegen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, jetzt erstmal 3 Jahre ins Studium gehen zu müssen, bevor sie ihren ersten Sparplan einrichten können? Also wenn, sorry. Nee, mach du. Ich wollte mich nicht vordrängen. Wenn erstmal grundsätzlich klar ist, also diese Basics stehen und ich habe mich soweit belesen, ich sag mal, so ein ETF-Sparplan, wenn einem von vornherein bewusst ist, dass ich den jetzt langfristig durchziehe, dann ist das erstmal schon mal so ein Teil Rentenlücken schließen. Und da kann man schon mal erstmal meiner Meinung nach nichts mit falsch machen, wenn man da jetzt nicht unbedingt noch den falschen ETF, da gibt es ja auch die dollsten Dinger, aber wenn man jetzt so einen marktbreiten ETF bespart, das steht dann erstmal als Grundlage. Und bei vielen ist dann erstmal finanziell auch schon Feierabend, wenn die da 100 Euro reintun. Dann haben die vielleicht gar nicht viel mehr übrig monatlich. Wenn man dann ein bisschen älter wird, mehr verdient oder so, dann kann man ja immer noch gucken, was kann ich noch zusätzlich tun? Oder gehe ich dann noch in irgendwelche Einzelwerte oder mache noch was ganz anderes? Es gibt ja noch andere Anlageklassen. Aber ich denke, so ein grundsätzlicher ETF-Sparplan, Der ist ja ewig langfristig ausgelegt und um seine Rentenlücke oder eine gewisse Altersvorsorge zu betreiben, ist das schon mal gar nicht verkehrt. Also das, finde ich, widerspricht sich nicht. Und unterwegs sammelt man dann ja Erfahrung und hört links und rechts noch, was es sonst noch so gibt und bei entsprechendem Interesse und wenn es zu der eigenen zu den eigenen Zielen und zu dem eigenen Risikoprofil passt, kann man dann ja auch noch weitere Dinge machen. Ich denke, ich bin auch immer sehr der pragmatische, also im pragmatischen Ansatz unterwegs. Also genau wie Vincent sagt, ja, fang einfach mal an mit 25 Euro zum Beispiel auf dem ETF. Und diese Strategie, die Anlagestrategie, das entwickelt sich ja auch. Also wenn ich mein Fundament baue und gucke, was ich vorhin gesagt habe, dass ich weiß, wo geht mein Geld hin, was habe ich eigentlich schon für Rentenwerte, was will ich eigentlich mal machen, wo will ich hin im Leben, das entwickelt sich ja alles. Und das passen wir ja auch immer wieder an. Also ich passe ja meine Strategie auch immer wieder an und ruckel meine Ziele und so weiter zurecht. Das muss ja nicht am Anfang alles für immer in Stein gemeißelt stehen. Deswegen reicht es auch mit kleinen Sachen anzufangen, erstmal mit kleineren Zielen und dann sich auch da weiterzuentwickeln.
bevor man gar nichts macht. Das heißt, wenn ich anfangen möchte mit einem ETF-Sparplan, wäre, also bevor ich absoluter Finanzprofi geworden bin, weil ich einfach nicht den Fehler machen möchte, nicht anzufangen, ist es ganz wichtig, im Kopf zu haben, was Vincent gesagt hat. Ein ETF-Sparplan ist was für eine langfristige Anlage. Das ist nicht dafür da, um da mal kurz Geld reinzuschießen und es dann wieder rauszuholen, sondern das geht da rein und ist für später mal eher gedacht. Und ganz wichtig, auch nicht wieder aus der Anlage raus, sobald mal von Louis die erwähnten wirtschaftlichen Schwankungen kommen, wo so ein Markt dann vielleicht auch mal wirklich nachgibt, die Werte dann weniger wert sind, sondern da bleibt man schön drin und dann kann man sich Stück für Stück weiter in die Themen einarbeiten, mehr Wissen akkumulieren, schauen, brauche ich vielleicht noch was anderes, brauche ich mehr, will ich weiter diversifizieren. Und bei der ETF-Auswahl hast du gerade gesagt, zu gucken, also da schon mal schauen, dass man in was breit diversifiziertem startet. Annette sagt, nee. Doch. Ich würde sogar weitergehen, noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja gut, dann gehe ich halt in MSCI World, All Country World. Ja? Mhm. Wenn es 25 Euro sind, alle hopp, hinein. Decke ich die ganze Welt mit ab. Ja, was soll mir denn auf lange Frist, auf 40 Jahre oder 45 Jahre, was soll mir denn passieren, solange sich die Welt noch vorwärts dreht? Wenn sie sich rückwärts dreht, haben wir eh Alpha, oder? Das ist aber vollkommen egal. Hat man auch schon mal in der Folge. Genau, richtig. Also von mir aus, das ist ja kein Thema, sich ein ETF auf MSCI World, Country World rauszusuchen. Ja? Das ist einfach. Das ist wirklich einfach. Das meinte ich übrigens auch mit marktbreiter, ne? Also genau das, was genau, gerade anspricht. Also noch breiter geht nicht. Das ist, glaube ich, der größte Index, den es gibt. Ja? Da kann man jetzt ruhig dann auch tatsächlich mal konkret werden, obwohl ich das normalerweise nie tue. Aber für 25 Euro und es geht jetzt los. Klar, wenn das der Ansporn ist, um sich hinzusetzen und mal Spaß dran zu entwickeln, das geht hoch, das geht runter. Was passiert denn da? Was heißt das denn, was da steht? Was bedeutet dieses Wort? Was wollen die eigentlich von mir? Dann ist alles gut. Dani hat schon gerade auf Facebook noch eine Frage beantwortet von Benedikt, der gefragt hat, was ist denn so ein ETF überhaupt? Und Dani hat schon geschrieben, beim ETF handelt es sich um einen Exchange-Traded Fund und hat auf Gerd Kommer verwiesen. Und ein ETF bildet einen Index wie zum Beispiel den DAX nach und sucht sich quasi bildet genau diese Wertentwicklung nach, sodass du nicht eine aktive Fondsauswahl hast von irgendjemand, der meint, es besser zu können, sondern genau das in diesem ETF nachgebildet wird. Was zum Beispiel oder auch der MSCI World nachbildet, der Weltindex, wo die Weltwirtschaft abgebildet wird. Und dann war vorhin noch eine Frage, wo jemand gefragt hat, was muss ich tun, um mein Vermögen in 10 Jahren zu verdoppeln? 7,2% Zinsen pro Jahr kassieren. Das ist der Zinseszinseffekt, da kann ich mal reden. Ja, also halbieren wäre jetzt einfacher, aber ja. Aber es gibt natürlich zu dem, was wir eben gesagt haben, wie anfangen. Es gibt natürlich eine Strategie und Risiko. Es gibt natürlich eine Abkürzung, muss man halt auch sagen. Und das eben bei einer qualifizierten Person, die kein wirtschaftliches Eigeninteresse hat, eben eine Schulung oder ein Coaching machen. Sowas soll es geben, habe ich auch schon mal. Gut, da muss halt ein paar hundert Euro in die Hand nehmen. Profitierst auch unmittelbar von den Erfahrungen und den Fehlern, die diese Person gemacht hat. Und erarbeitest damit genau systematisch diese Fragen, die wir eben auch erörtert haben. Und das Geld, was du da investiert hast, behaupte ich mal, hast du relativ schnell wieder drin, durch die Fehler, die du selber nicht machst. Definitiv. Ja. Jo. Und ansonsten hat man ja mit diesen 7,2% ist ja ungefähr das, was man immer so annimmt, was so der durchschnittliche, die durchschnittliche Rendite von so einem marktbreiten Index ist. Also kann man das dann wohl ruhigen Gewissens empfehlen, sowas, so einen Sparplan auf so ein Produkt aufzusetzen. Und nebenbei kann man natürlich auch die diversen Kurse und Coachings der Kollegen in Anspruch nehmen. Aber die 7% sind nicht nach Inflation und nicht nach Steuern. Das deswegen, tut mir leid. Deswegen würde ich sagen, wird schwierig. Ja, aber die Frage gerade,
Die Frage, die ich mir dann immer stelle, woher kommt so eine Frage? Also warum möchte ich innerhalb von 10 Jahren mein Vermögen verdoppeln? Man könnte ja auch arbeiten gehen. So. Ja, also wie soll das gehen? Also ist das man kann es auch verdoppeln, indem ich einfach versuche, mein Gehalt zu steigern und nämlich zu verdoppeln. Also ja, stimmt, genau, Vincent. Also man muss da nicht über die Aktienmärkte gehen, ja. Und bei den Aktienmärkten ist es einfach viel unsicherer, als wenn ich tatsächlich einen besser bezahlten Job mir suche. Gilt übrigens für die Immobilienmärkte genauso. Ne? Also das ist eben, ich glaube, dann wahrscheinlich das Unwohlsein verursacht, ist eben die Sache, du kannst ja nicht auf 10 Jahre, egal welchen Markt du letztendlich nimmst, sagen, okay, der wirft das und das ab und in 10 Jahren kommt dann dies und jenes bei raus. Also dieser Wunsch nach einer verlässlichen Verdoppelung, der ist nachvollziehbar, der ist aber nicht realisierbar. Das gibt es einfach nicht. Ja? Du kannst natürlich über alle möglichen Anlagen lassen streuen und dann, aber das schützt sich ja auch nicht davor, dass dann meinetwegen ein Teil dieses investierten Vermögens durch einen Fall, sagen wir mal, im Immobilienmarkt dann aufgezehrt wird und das eben nicht in den 10 Jahren schaffst. Ne? Und es gibt Zeitreihenuntersuchungen für Immobilienmärkte, zum Beispiel in Frankreich oder Norwegen, wo du eben mal, ich glaube, 40 oder 50 Jahre eben fallende oder stagnierende Preise hattest. Ne? Mhm. Und auch an den Börsen gibt es lange, ich meine, die 2000er Jahre waren ein verlorenes Jahrzehnt. Oh ja. Ja, also das muss man auch mal sich vor Augen halten. Also wer 2000 eingestiegen ist, ich glaube bis 2012 oder so, der hat wirklich nichts verdient. Und Inflationsbereich, glaube ich, noch sogar bis 2014, ja? Null. Wenn er sich nicht gekümmert hat, wenn er natürlich zwischendurch Rebalancing gemacht hat und, war das eine ganz andere Geschichte. Aber damals hat man sowas noch nicht getan. Also das war tatsächlich kein obligatorisches Anlagewissen. Annette, erklär ganz kurz, was Rebalancing ist. Und ich mag noch kurz sagen, du hast gesagt, vielleicht ist es auch besser, noch zu arbeiten und einen besseren Job zu haben. Ich muss ja als überzeugte Unternehmerin auch sagen, ich finde auch Angestelltenjobs sind jetzt nicht die sicherste Bank, um sein Vermögen zu verdoppeln. Es mag sein, dass es bei vielen eine gute Strategie ist, aber Unternehmertum finde ich viel spannender. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Annette, du hast gerade gesagt, Rebalancing, was ist das? Rebalancing ist, wenn du hast ja mehrere Anlageklassen. Also du hast ja nicht nur Aktien, sondern du hast ja dann unter Umständen auch von mir aus Rohstoffe und du hast Immobilien, auch im Wertpapierbereich, von mir aus Immobilienfonds oder Whites. Du hast unter anderem auch Anleihen. So, und Anleihen und Aktien sind in der Regel, korrelieren sie nicht, so sollen sie nicht sehr stark korrelieren. Das bedeutet also, wenn die Aktien fallen, steigen die Anleihepreise und umgekehrt. Und ein ordentliches Rebalancing, wenn man das zu Zeiten macht, ja, wenn mir in meinem Depot, wenn ich gesagt habe, ich habe 50% Aktien, einfach mal geschwätzt, ja, ich habe 50% Aktien und ich habe 50% Anleihen. Und ich habe in den Aktien Deutsche Bank Aktien nur drin, dann ist mir das Depot natürlich irgendwann gefallen. Und wenn ich das einmal im Jahr dann mache, dann sehe ich, dass mein Depot insgesamt gefallen ist und der Anteil an meinen Aktien jetzt überproportional gesunken ist, weil ich damit mehr verloren habe. Ja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder Anleihe verkaufen und kann Aktien nachkaufen, die ich dann zu einem günstigen Kurs bekomme. Dummerweise bei der Deutschen Bank habe ich damit natürlich dann gerade ganz falsch gegriffen. Deswegen ist das mit Einzeltiteln sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber in der Regel ist es ja so, wenn du jetzt wirklich die Märkte, große Märkte nimmst, ist jetzt der Weltmarkt, sage ich jetzt mal, gefallen und dann kann ich hingehen und kann Gewinne aus den oder Überhänge aus den Anleihen nehmen und kann dafür zu günstigen Preisen Aktien nachkaufen. So, wenn ich das mache, ist das wie eine Treppe. Innerhalb auch eines toten Jahrzehnts, innerhalb einer, das ist kein Teil, doch, das ist ein automatisiertes Timing fast. Ja? Und möchte gerne, dass ich aufhöre zu gehen. Ich hätte gerne Futter. Okay, es geht also darum, einfach zu gucken, wie ist die Aufteilung in meinem Portfolio und ist es sinnvoll, eine Umschichtung von der einen in die andere Assetklasse vorzunehmen und da einfach regelmäßig drauf zu gucken, um das quasi komprimiert einmal im Sinne von Pepper zusammenzufassen. Genau, könnte man das jetzt verstehen?
Ja, ich denke schon. Gut, weil am Ende ist ein Depot immer 100%. Und wenn ich haben möchte, dass es 50 Aktien, 50 Anleihen ist, muss ich dann nochmal dahin. Also werde ich automatisch innerhalb des Depots umstrukturieren müssen. Dann halt einmal im Jahr. Und das ist halt auch bei fallenden und steigenden Kursen hochspannend. Also mein Hinweis, dass man das durch Arbeit auch verdoppeln kann, das war nicht rein auf eine abhängige Beschäftigung bezogen, sondern das kann man natürlich, wie einem es beliebt, durch Unternehmertum, Selbstständigkeit oder auch ein Mix, nebenberufliche Selbstständigkeit oder so machen. Genau, das wollte ich nur nochmal sagen. Das war jetzt nicht darauf bezogen, dass man an seinem oder bei seinem Arbeitgeber hängen bleiben soll, aber auch da gibt es ja lukrative Arbeitgeber. Ja. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, ich sehe aktuell keine Fragen, die die Zuschauer noch gestellt haben. Sollte euch noch eine Frage unter den Nägeln brennen. 4 Minuten habt ihr hier die geballte Finanzkompetenz noch zu eurer Verfügung. Dann haut sie gerne raus. Ansonsten war Dani auch schon sehr fleißig dabei zu kommentieren und die Fragen direkt bei der Vermögensakademie auf Facebook in den Kommentaren zu klären. Das heißt zusammenfassend. Ganz wichtig, unisono ist Finanzbildung, dabei aber nicht aus den Augen verlieren, auch die Dinge wirklich anzugehen und zu tun und nicht nur in der Theorie verhaften zu bleiben, sondern auch durch praktische Erfahrung zu lernen. Das muss man nicht direkt machen, indem man 200.000 Euro in geschlossenen Beteiligungen versenkt, sondern man kann auch einfach klein anfangen, indem man sagt, ich taste mich mal heran, ich mache mal den ersten Sparplan, stelle mich breit, diversifiziert auf, solange mir das Wissen fehlt, vielleicht tiefer in eine Assetklasse einzusteigen oder meine Gewichtung meiner Strategie entsprechend wirklich so auszutarieren, wie sie zu mir und meinem Leben passt. Während ich das tue, wäre es wundervoll, wenn man sich zum einen klar macht, Märkte sind volatil, die können nach oben und nach unten gehen. Es kann viel passieren und ich muss nicht in Panik verfallen, wenn meine Werte sich auch mal halbieren oder noch Schlimmeres passiert, sondern das ist ein langfristiges Asset, wenn ich mich so breit aufstelle. Ich sollte meine eigenen Zahlen kennen und ganz genau wissen, was kommt bei mir rein, was geht bei mir raus, was bleibt bei mir über und mich damit auseinandersetzen, was ist mein strategisches Ziel? Will ich eine Dividende haben, die schon heute mein Einkommen erhöht, oder möchte ich die Dividende eigentlich gar nicht bei mir haben, sondern sie auf meinen Vermögenshaufen packen, damit der über die Jahre immer mehr anwächst, damit ich dort hinten ein Vermögen habe, was ich irgendwann für mich nehmen kann. Ja, und dabei vielleicht sich auch an dem einen oder anderen orientieren, was Menschen schon vorgemacht haben, die erfolgreich waren und jetzt aber nicht einem Warren Buffett hinterher eifern, wie Louis gesagt hat, weil der hat vielleicht Informationen, die du da draußen nicht hast, sondern in der relevanten Peer Group mal schauen, okay, wie haben es da Leute gemacht, die mit dem Thema der Anlage wirklich auch erfolgreich gewachsen sind und wo man direkt vielleicht die Fehler vermeiden kann. Ich würde mich freuen, wenn jeder von euch noch das Wort zum Sonntag, das Wort zum Finanztalk abschließend loslässt. Ich bekomme hier auch gerade noch viel von ihm gelernt. Louis, bester Mann, als Kommentar auf Facebook reingeschrieben. Also mögt ihr jeder nochmal euer Schlussstatement zu der Folge der Anlagefehler abgeben? Annette? Ein Satz? Mir fällt jetzt keiner an. Dann schießen wir den Ball weiter zu Dani. Auch noch darauf achten, es einfach zu halten. Nicht so viel dies und das und jenes, sondern lieber eine Sache und die durchziehen. Also, dass wir von Gold über Rohstoff, über Zertifikate, über Aktien alles im Portfolio haben müssten. No way, auf keinen Fall. Lieber breit gestreut und Aktien reicht. Und auf die Kosten bitte achten. Auch ein Punkt, wo man schnell in Fehler reintappt, weil man einfach viel zu viel bezahlt, was sich über den Zinseszinseffekt einfach wirklich negativ auswirkt. Guter Punkt. Louis. Finanzbildung haben wir angesprochen, dann ein Veranstaltungshinweis, ich glaube, das passt so von der Sendung. Am 9.11. Finanzbarcamp der Commerz, der Comdirect-Bank in Hamburg. Freier Eintritt. Es werden wieder eine Menge Blogger, YouTuber, sonst irgendwas vor Ort sein. Also ich selber auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe an dem Tag ein Seminar selber, ein ETF-Seminar gebe ich da für Frauen. Ja, dann haben wir ja gleich zwei Sachen zur Auswahl. Also 9.11. alle Nordlichter, entweder zur Dani zum Seminar
oder aus Finanzbarcamp, der kommt direkt, der Vincent und ich sind da auf jeden Fall, viele andere auch. Und ja, ein Tag quasi wirklich Finanzbildung, ja, ohne Kosten, sind aber nur eine begrenzte Ticketanzahl, deswegen jetzt auf der Seite der kommt direkt nachgucken und sich dort registrieren für die Teilnahme. Also ich glaube, super. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg dann. Cooler Tipp. Vincent, dein Schlusswort. Ja, ich denke, da ist alles gesagt. Wie gesagt, Finanzbildung gibt es eine Menge kostenlos. Es gibt auch die Angebote für verschiedene Coachings, die dann Turbo sein können. Es gibt Literatur, es gibt YouTube, es gibt Blogs und so weiter und so fort. Und dann halt wirklich auch ein bisschen ins Tun kommen, haben wir auch schon gesagt. Und was ich vielleicht noch sagen kann oder an die Zuschauer, für die Themenfindung, postet doch mal ein paar Themen, die euch interessieren, damit wir dann auch das nächste Mal oder die nächsten Male wieder was zum Talken haben. Ja, das ist auch noch ein super Hinweis. Ich danke euch alle, dass ihr mit dabei wart, sowohl Annette. Virtuell da draußen als auch hier bei uns. Dani, wolltest du noch was sagen? Nee, ich dachte, Annette will vielleicht noch was hinterher schieben jetzt. Ich hätte höchstens jetzt noch gesagt, dass Finanzbildung tatsächlich eine Hohlschuld ist und keine Bringschuld. Mhm. Ja, geht da raus, holt euch die Finanzbildung. Hier habt ihr auf jeden Fall heute schon mal einen ganz, ganz guten Einstieg in das Thema bekommen. Wir freuen uns auf eure Themenvorschläge, wünschen euch einen zauberhaften Abend und sehen uns in 8 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.